Kamera läuft und es geht los. So. Und so. Ein bisschen näher noch. Dann kannst du auch was sehen. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Alle da. Es kann losgehen. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, lieber Kamm. Guten Morgen, lieber Sessel. Und guten Morgen, liebes Zottelmottel. So, eins, zwei, drei. Bim, bum, bam. Kommt, wir fangen an. Bim, bum, bam. Kommt, wir fangen an. Ja. Heute ist noch Ostern. Wisst ihr das? Heute ist Ostermontag. Das heißt, es ist immer noch Ostern. Ja. War der Osterhase bei euch gewesen? Und habt ihr auch Eier gesucht? So wie ich? Ja, und habt ihr was gefunden? Oh, das wäre toll, wenn ich das mal wissen würde. Ja. Oh, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Vielleicht könnt ihr mir das einfach hier in den Chat schreiben. Oder ihr fragt jemanden, der schreiben kann, und ihr erzählt einfach, was war. Oh, das wäre richtig toll. Macht ihr das? Super. So, und ich habe euch heute ein Buch mitgebracht, das ich euch mal zeigen will. Eine schöne Ostergeschichte. Hier, die heißt Die Häschenschule. Es geht um so Häschen und die gehen in die Schule. Und hier ist auch der Lehrer und ein Hasenkind oben drauf. Vorne drauf. So. Und mal aufschlagen. Da sind auch schon Bilder. Wollt ihr das mal sehen? Ich zeige euch das mal. Hier. Da ist so eine Mama mit einem Hasenkind und die gibt ihm einen Kuss. Und noch ein Kind. Ja, da steht noch was dabei. Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Was? Ein Kohlblatttaschentuch? Ein Taschentuch aus Kohl? Ist ja cool. Ja, gut. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch, tunkt auch eure Schwämmchen ein, sind in eure Pfötchen rein. Meint schon. Ja, nun marsch zur Schule gehen. Mütterchen, auf Wiedersehen. Ah, das sagen die Kinder dann bestimmt zur Mama. Genau. Oh, und hier laufen die über das Feld drüber. Da sind die Kinder, die Hasenkinder. Hoppala. So. Hasen Hans und Hasen Gretchen gehen lustig Pfot in Pfötchen um die sechste Morgenstund durch den bunten Wiesengrund. Um die sechste Morgenstund? Um 6 Uhr morgens? Wer geht denn so früh in die Schule? Also ich würde es nicht machen so. Viele andere Hasenjungen kommen schnell herbeigesprungen. Auf dem Rücken sitzt das Ränzchen, hinten wippt das Hasenschwänzchen. Ah ja, da ist das auch. Da ist der Ranzen und ein Hasenschwänzchen, so ein Stummelschwänzchen. Oh, schaut mal. Das habe ich auch heute. Weil ja Ostern ist. Und dann gehen die hier so in die Schule rein. Wow, und da ist der Lehrer. Der guckt so ein bisschen muffig. Naja, gucken wir mal weiter. Da geht's auch los mit der ersten Stunde. So. Nun beginnt die erste Stunde. Häschen haben Pflanzenkunde. Ehe sie eine Antwort geben, müssen sie die Pfötchen heben. Oh, wie bei uns in der Schule auch. Also nicht bei mir, ich gehe ja nicht zur Schule, aber bei den Kindern hier, bei euren Geschwistern oder bei euch selber oder wie auch immer. Ja. Und der Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar sind. Hasen Hans, der weiß das wohl. Am allerbesten schmeckt der Kohl. Oh, schon wieder Kohl. Jetzt immer noch Kohl.
Blumenkohl, Rosenkohl, Kohl, Kohl, Kohl. Ich mag Kohl. Ihr auch? Okay. So. Da zeigt der Lehrer was an der Tafel. Oh! Da meinen die Eier. Steht denn da? Seht, wie ihre Augen strahlen, wenn sie lernen, Eier malen. Ja, sag ich ja. Jedes Häschen nimmt gewandt, jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand. Färbt die Eier weiß und rund mit den schönsten Farben bunt. Wer es nicht kann, der darf auf Erden nie ein Osterhase werden. Hey, ich kann aber auch Eier malen. Ja, hab ich schon gemacht. Ihr auch, oder? Also, können nicht nur Osterhasen, können auch Kinder und Zottelmottel. Die können es dann verstecken. Ja. Da ist Pause. Da spielen die alle. Da macht der Lehrer... Oh, nee. Das macht mal nicht Lehrer. So. Und da ist Musik. Klassenerste Hasenmine. Das ist ja ein lustiger Name. Holt es Lehrers Violine, der den Bogen rasch und leicht mit dem gelben Harz bestreicht. Aha. Also streicht er auf die Geige irgendwas. So. Ping-Pong-Pung, die Geige stimmt, hoch er sie zum Halse nimmt. Durch die Sommerlüfte zieht manch ein schönes Hasenlied. Aha. So. Dann pflanzen die hier was und springen da so rum. So. Ah ja, und hier ist Ende. So, nun ist die Schule aus und die Häschen sind zu Haus. Setzen hungrig sich zu Tisch, greifen nach dem Löffel frisch, Kohlgemüse, Kressenblatt, ei, da essen sie sich satt. Wär ich nicht ein Kindelein, möcht ich gleich ein Häschen sein. Ja, das ist falsch, das müsste heißen. Wär ich nicht ein Zottelein, möchte ich gleich ein Häschen sein. Ja, so heißt das. Und schon wieder Kohl gegessen. Aha, in der Häschenschule geht's nur um Kohl. Aber schön. Ah, da fällt mir noch was ein. Wir haben ja noch unser Ratespiel. Denkt ihr dran, dass ihr bis Dienstag oder Mittwoch geht auch, uns noch schreibt, was hier immer hinten hängt. So von der Folge 1 bis zur Folge 10, ja? Schreibt ihr einfach eine Mail. Alles klar. Dann war's das wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dann. 1, 2, 3. Bim, bam, bum. Die Zeit ist um. Bim, bam, bum. Die Zeit ist um. Didelum.